Grüß euch Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme bzw. dem regelmäßigen Upload nach 1 vs 1er Gameplay auf die Molia. Und ich habe mir gedacht, dass das Video mal etwas kürzer werden soll im Vergleich zu den anderen Videos. Ich habe mir so Gedanken drum gemacht, wie lange Videos normalerweise so einfach so dauern. Und das ist meist so zwischen 4, 5 und 10 Minuten meist so. Also bei Let's Playern jetzt mal angenommen. Können auch schon mal so 15 oder 20 Minuten dauern halt. Aber meistens halt so in dem Bereich. Da habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich mal darauf hinarbeiten, dass es immer so 4 bis 5 Minuten dauert und halt keine 12 Minuten wie bei dem letzten Gameplay. Gut, als Thema habe ich mir heute vorgenommen und nochmal vorweg. Jeden Montag wird ein, sag ich mal, Offline-Gameplay folgen, was ich nicht live aufnehme und gleichzeitig kommentiere, sondern einfach nur ein bisschen laber und davor halt 1:1 aufgenommen habe. Ich bin auch gerade eben aufgestanden. Und falls es Leute gibt, die meine Videos aktiv verfolgen, gestern habe ich noch ein Video dazu hochgeladen, halt ein Real-Life-Video. Und ja, meinem Fuß, dem geht es jetzt besser und ich kann mittlerweile auftreten. Und das einzige Schlimme ist halt nur noch, wenn ich die Sache da berühre. Eher gesagt, die Wunde. Nun ja, jetzt kommen wir zum Hauptthema, was ich eigentlich ansprechen wollte. Und zwar, ob ihr vielleicht Bock hättet auf, sag ich mal, einfach irgendwelche Live-Gameplays. Aber wirklich auf Twitch. Live-Streaming halt. Und ich habe auch, wie ich bereits schon in meinen anderen Videos erwähnt habe, habe ich schon davor halt eine lange Zeit halt gestreamt. Und ich habe mir überlegt, da bald sowieso die Sommerferien anstehen werden, werde ich höchstwahrscheinlich wieder in den Sommerferien anfangen, richtig zu streamen. Ich weiß nicht, ob ich weiter auf Ibuel, meinem Twitch-Account mit den 100 Followern, streame. Oder ob ich vielleicht weiterhin, naja, also was heißt weiterhin, oder ob ich mir vielleicht, weil ich habe mir jetzt bereits einen neuen Account erstellt, falls der Name vergeben ist oder so, habe ich mir direkt schon erstellt. Und zwar habe ich mir jetzt einen Account erstellt, der Smashida heißt, wie bei meinem Steam-ID halt, wie bei meiner Steam-Community-ID. Und da habe ich mir gedacht, yo, warum mache ich denn keine Streams? Weil das hat mir eigentlich früher immer Spaß gemacht und vor allem mit der Community so zu interagieren, hat mir wirklich richtig Spaß gemacht. Ich habe auch Leute dann auch auf dem Teamspeak geholt, dann haben wir gemeinsam gezockt und so habe ich neue Leute kennengelernt. Das fand ich super. Und ich habe halt aufgehört, allein schon wegen Zeitgründen und auch schon von Gründen, dass ich nicht immer online und live sein will. Weil ich habe da wirklich durchgestreamt, so 5, 6 Stunden am Tag, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das habe ich auch in den Ferien. Und dann habe ich noch danach ein paar Wochen weiter gestreamt. Aber das hat sich halt nicht so vereinbart, beziehungsweise ich war dann den ganzen Tag live und ich müsste das dann irgendwie zeitlich abklären. Ich weiß jetzt nicht, wie genau ich das zeitlich abklären möchte, aber ich würde das gerne irgendwie, keine Ahnung, auf 3, 4 Stunden am Tag dann irgendwie begrenzen oder vielleicht einen gewissen Wochentag einlegen. Da müssten wir vielleicht mal schauen, wie sich das gerade angehört hat, einen gewissen Wochentag einlegen. Eher gesagt, einen gewissen Wochentag festlegen. Ja, Leute, ich war auch gerade eben erst aufgestanden, war in der Dusche, habe das Gameplay aufgenommen von 1:1, wofür ich mich ehrlich gesagt auch schäme, wie schlecht ich da einfach im PvP war. 1, 2, 3 Runden habe ich da schon gerissen, aber die anderen Runden. Ich hasse aber auch diese einen Kits, wo wirklich richtig viel Scheiße drin ist, wo einfach Tränke drin sind, 3, 4, 5 verschiedene Schwerter oder die machen irgendwelche versteckten Schwerter ins Inventar rein. Da könnte ich auf den Boden kotzen, das ist einfach böse, das ist einfach böse, Leute. Bitte, tut mir einen Gefallen, ja, wenn ihr auf Temolia oder sonst wo 1:1 spielt und einen Kit festlegen könnt, wo andere Leute auch mit betroffen sind. Macht nicht so eine Scheiße, bitte. Iron Kit, Eisenschwert, das reicht vollkommen aus. Macht Spaß, da kommt es wirklich darauf an, wer genauer trifft, wer besser klickt und wer schneller klickt, ja, und wer besser timen kann. Und nicht irgendwie mit irgendeinem, keine Ahnung, mit irgendeinem Bogen, mit Stärke 5, mit Power und was weiß ich da noch, Feuer drauf. Komm, da, also ich habe da persönlich gar keinen Bock drauf und ich habe das Prinzip jetzt noch nicht ganz so geblickt, wie ich ein eigenes Kit festlegen kann. Doch, habe ich eigentlich schon, aber ich bin da irgendwie zu faul für, wenn ich ehrlich bin, da ein eigenes Kit zu machen. Ich hätte auch mal Bock vielleicht mit jemand anderen dann auch gegebenenfalls aufzunehmen. Und zwar hätte ich da Bock drauf, wenn wir halt, glaube ich, ja, das würde, glaube ich, voll funktionieren. Und zwar 1:1 halt so privat spielen. So können wir auf meinem Server machen. Oder wir könnten es auch wirklich auf Temolia oder Hidoria machen. Ja, das könnten wir dann easy machen. Yo. Das war einfach das, was ich ansprechen wollte, ob wir vielleicht einen Livestream haben
wollt, weil dann würde ich es auch öffentlich halt mit euch teilen in einem extra Video dazu mit Link und allem drum und dran. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Alle wichtigen Links stehen wie immer in der Videobeschreibung. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!